Herzlich willkommen zu Verrissen, Verschissen, Aufgebraucht, Tops und Flops. Ich habe Verpackungen gesammelt, ich habe aufgebraucht und ihr werdet jetzt sehen, was es alles zu gucken gab. Und jetzt tun wir als erstes mal, damit wir das nicht wieder vergessen, das Thumbnail machen. Das machen wir jetzt immer als erstes, ne? Damit nicht irgendwie, ne? Das wieder in Vergessenheit gerät. Halten wir mal hier. So. Man macht sich ja echt zum Affen, ne? Man ist ein Affe. Unglaublich. So, legen wir mal los mit Aufgebraucht, Leute. Ihr habt das, ich habe auch hier, muss ich sagen, ich habe hier auch immer in meinen Aufgebraucht-Sachen sind immer Umverpackungen drin von Sachen, die ich in Verwendung habe. Und deshalb landen jetzt die Umverpackungen auch hier. Es kann sein, dass ihr die erst letztens in einem Haul gesehen habt, aber Umverpackungen werfe ich weg, die behalte ich nicht. Und dann fangen wir hier direkt mal an. Das ist von meinem letzten TK Maxx Haul. Die Umverpackung, so rum, die Umverpackung zu dem Duft Vanille Orchidee und, ach Quatsch, Vanille Tropikal. Und hier habe ich auch gerade gesehen, hier sind so schön die Vanilleschoten drauf und die Blüten. Und den Duft, den gibt es aktuell, glaube ich, auch noch beim TK Maxx in Köln, in den Köln-Arkaden. Ich mache den jetzt platt, damit er in den Müll passt. In den Köln-Arkaden. Schaut mal ruhig da vorbei. Den Preis habe ich jetzt nicht hier, aber den habe ich hier noch. Wartet. Wartet, wartet. Ne, weiß ich jetzt nicht. Hier steht ja gar nicht drauf, was das ist auf dem Kassenzettel. Hier steht ja immer nur drauf, dekorativ oder nicht. Es könnte 16,99 gewesen sein. Ich vermute 16,99. Das ist ein wunderbarer Vanilleduft, der einen direkt in den Dschungel versetzt, der einen in den Palmenwald versetzt, wo die Affen schreien, wo es nach Vanille duftet. Haben auch drauf. Wir haben auch hier drauf. Wo es nach Vanille duftet, wo die Vögel rufen und wo man einen heißen Tag in den Tropen verbringt. Dann habe ich hier die Umverpackung von dem Parfum, das ich auf meiner Hochzeit getragen habe. Habe ich gerade auch aktuell im Gebrauch. Ist ein sehr frühlingshafter Duft. Ist das L'Eau d'été von Issey Miyake. Ist der Frühlingsduft oder Sommerduft wahrscheinlich dann in diesem Jahr. Ist ein sehr frischer, kühler Duft, den man wirklich auch an heißen Tagen tragen kann. Und die Verpackung... Ja, die ist auch schon hier so ein bisschen tropisch angehaucht, ist aber sehr leicht. Der Vanilleduft ist ein bisschen schwerer. Dann habe ich aufgebraucht den Super Flop, wirklich Leute, Super Flop von Colab Trockenshampoo Tropikal. Ich habe erst gedacht, mit Colab habe ich eine super Trockenshampoo-Firma erwischt oder ein super Trockenshampoo erwischt. Weil es fantastisch riecht, besonders auch das hellblaue. Die Düfte bei beiden sind super, aber ich habe das Gefühl, hier kommt nichts raus. Meine Haare, da steht natürlich Without White Residue hier. Hier könnt ihr lesen. Und das hat zur Folge, dass meine Haare genauso aussehen wie vorher. Das sieht nur aus, als wenn der Winter durchgepustet hat. Das macht überhaupt nichts. Das ist der totale Flop und das andere von Colab auch. Also wie gesagt, ich habe gedacht, ich hätte hier den Heiligen Gral mal erwischt, aber nichts. Dann habe ich auch jetzt in Gebrauch genommen, nachdem es eine ganze Zeit lang rumstand, ist von Rituals Eau d'Orion. Ne, ein Parfum. Ist weg. Habe ich hier reingesprüht? Ne. Ist ein, nicht unbedingt dieser, was man denken würde, dieser typische dunkle Duft. Ist ein dunkler Duft, ein schwerer Duft, der auch lange hält und der was für abends ist, auf jeden Fall. Also, kann man hier seine Pinsel noch reinstellen? Habe ich gerade gepupst?
Leute, wer gut zugehört hat, ich habe gerade gepupst aus Versehen, aber nur. Nee, das ist Quatsch, so ein Scheiß behalten. Weg damit. Man kann ja alles sammeln, ne? Man kann auch alles sammeln, Leute. Dann hier von Taft, Power Haarlack. Und ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl täuscht, aber das riecht anders und das hält nicht mehr so gut. Haben die da irgendwas dran verändert? Steht hier neu drauf, 48 Stunden, 5, mega stark. Habe ich doch sonst auch gehabt. Beste Taft aller Zeiten, aber ich war nicht so zufrieden wie sonst. War ich nicht. Dann eins meiner neuen Lieblingsshampoos. Habe ich mal bei irgendeinem YouTuber gesehen, der oder die sagte, dass das so schön frisch ist und dass man das allein deshalb auch gut nehmen kann. Ich habe keine Schuppen, aber Head & Shoulders Classic Clean. Riecht fantastisch, macht schönen Schaum. Die Haare sind gepflegt. Ja, riecht wie ein frisches Shampoo riechen soll. Perfekt. Würde ich wiederholen, wenn ich welches brauchen würde, akut und aktuell. Dann, wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmt man Abfluss frei, das macht den Abfluss frei. Mr. Masse, bei uns ist ganz selten mal der Abfluss verstopft, aber irgendwann schmantet das halt alles zu und in den engen Röhren kannst du nichts anderes machen. Dann nehmen wir dieses hier. Mr. Masse ist eine Empfehlung, kriegt das Rohr frei. Kann ich nur empfehlen bei hartnäckigen Verstopfungen. Aber nicht trinken, auf keinen Fall. Oh, hier, guck mal meinen Highlighter hier. Seht ihr den? Für Nase? Ich habe den eben bei meinem TK Maxx-Haul drauf getan. Ey, ist ja der Knüller, ne? Wir wissen, welcher Highlighter das ist. Der gucke beim TK Maxx-Haul vorbei. Dann auch eine absolute Empfehlung. Wer von euch zu Rewe geht, der schaut doch mal bei Today die Duschgele an. Die haben immer Limited Editions und die sind immer voll außergewöhnlich und riechen super. Da hatte ich hier dieses Bananenduschgel und das fand ich so genial. Bananeneis, intensives Duscherlebnis. Das riecht, also wenn ihr das jetzt riechen könntet, ne? Das riecht original wie Bananenmilchshake, Bananenpudding, Bananensüßigkeit. Das riecht total essbar, trinkbar. Das riecht super. Also einfach mal bei beim Rewe die Duschgele gucken von Today und da die Sonderedition. Dann habe ich mir gekauft, warum kaufe ich immer diese blöden Plastikduschpuffel? Immer diese Plastikscheiße. Man hat Plastik im Shampoo, Plastik im Duschgel, nimmt Plastik auch noch zum Saubermachen und ich habe gedacht, wie war es denn früher bei der Verena, als die mit 5 Jahren in der Badewanne saß? Da gab es den Schwamm und war das schlecht? Nee, das war gut und deswegen habe ich mir hier einen Naturbadeschwamm geholt und bin begeistert. Sanft stimulierend, bla bla bla, Naturbadeschwamm, bla bla bla, Schwamm der Seide ähnlich und wunderbar, bla bla. Muss man immer kreisen. Man sagt immer, man muss kreisen. Kreisende Bewegungen sind sehr wichtig. Auch in YouTube-Tutorials sind kreisende Bewegungen essentiell. Naturbadeschwamm ist ein stetig nachwachsendes Naturprodukt und hat durch seine Kanalstruktur eine hohe Selbstreinigungskraft. Das stimmt. Für eine besonders lange Haltbarkeit sollte er nach jeder Verwendung mehrfach mit lauwarmem Wasser ausgespült werden, anschließend an der Luft trocknen. Bitte nicht wringen oder kochen. Zu heißes Wasser zerstört die Naturfasern. Lassen, bla bla bla. Also ich kann euch nur empfehlen, nehmt Naturbadeschwämme, die wachsen nach, sind kein Plastik, sind natürlich abbaubar. Ich weiß jetzt nicht, wie die geerntet werden und wo. Da habe ich jetzt nicht recherchiert. Das ist aber ein schöner Spruch. Boah, was schön. Aber irgendwie auch beängstigend, wenn ich mich so angucke. Könnt ihr das lesen hier? Ja, ne? Hier.
Cool, super. Also Naturbadeschwamm. Daumen hoch für meine Naturbadeschwämme. Dann zurzeit in Gebrauch, wer meine Videos kennt, weiß, Zahnpasta, welche nehme ich? Sensodyne oder L-Max. Übrigens haben wir eben beim Haarspray vergessen. Leute, schreibt unten in den Kommentar, Haarspray, Forever Haarspray. Zahnpasta habe ich jetzt die Sensodyne Repair und Protect. Diese hier soll den Zahn reparieren und beschützen. Gefällt mir gut, komme ich gut mit klar. Ich komme nicht mit allen Sensodynes klar, die gehören dazu. Am liebsten habe ich allerdings die grüne mit dem grünen Deckel. Also so ein türkiser Deckel ist das. Diese ist aber auch sehr gut. Dann habe ich hier von L'Oreal dieses Gesichtswasser leer gemacht. Ich habe mir mal von L'Oreal das hellrosafarbene und dieses rote gekauft. Dieses hier, glaube ich, für richtig alte Pferde. Ne, das ist extrem straffend hier. Da kannst du sogar einen chinesischen Faltenhund mit gerade ziehen. Aber während ich von dem hellrosa, mit von dem roséfarbenen, total begeistert war, mochte ich dies gar nicht, denn dies hat in meinen Augen gebrannt, denn ich gehe mit Gesichtswasser auch über die Augen und ich fand es nicht so angenehm, es war flüssiger. Das roséfarbene ist ein bisschen viskoser, dieses hier ist wässriger und nicht so angenehm an den Augen, aber es war jetzt nicht der totale Flop. Warum fällt mir das jetzt auf den Boden, Leute? Nehmen wir doch direkt. Dann hier so eine Banderole von meinem Hassprodukt. Ne? Ihr wisst Bescheid, der Duftsprüher, gab es im Angebot, wurde gekauft. Dann hier eins von einem super Parfum. Habe ich jetzt mehrere Wochen am Stück getragen. Jetzt mache ich eine Pause, jetzt brauche ich was Leichteres. Tuscan Scent Leather Rose von Salvatore Ferragamo. Hier von diesem, ne? Ist ein wunderschöner, intensiver, dunkler Rosenduft. Das ist Rose pur mit dunkel, schwarze Rose würde ich sagen, mit ein bisschen Lederduft und war hier also sehr schön drin. Aber wie gesagt, ich behalte um Verpackungen nicht mehr, ab in den Müll. Man muss nicht alles sammeln. Dann habe ich noch nicht getestet, aber gekauft eine künstliche Wimpernzange. Und zwar für 6,99 beim TK Max. The most glammed up lash applicator available. Ne? Der beste Wimpernapplikator, den es gibt. Wimpern. Ich habe noch nicht getestet, ich kann noch nichts dazu sagen. Was sagen kann ich allerdings zu diesen EOS-Eiern oder besser zu diesem EOS-Ei. Das ist das mit Pfefferminz. Ich fand allerdings den Pfefferminz-Geschmack zu schwach. Also dadurch, dass er so schwach war, so ein bisschen wie alte Pfefferminze und riecht auch so ein bisschen muffig. Muffig, genau. Und die Form finde ich auch totalen Quatsch, das so zu machen. Am Anfang geht das ganz gut, aber jetzt hier stoße ich schon mit den Lippen dauernd an den Rand. Und was soll das? Das benutze ich nicht mehr. Aber ich habe es hier gelassen, weil ich will wissen, wie viel ist da eigentlich drin? Ist hier Schluss oder geht das noch hier ganz unten runter? Also das ist EOS in der Form ist absolut keine Empfehlung. Ich finde das eine unsinnige Verpackungsform. Sieht zwar witzig aus, ist aber totaler Blödsinn, weil du kommst hier dauernd mit den Lippen ran und es bringt einfach nichts. Und wir gehen jetzt mal hier mit den Fingern mal einfach rein und heben hier diese ganze Menge ab und sehen, das ist auch noch totale Verschwendung, weil wirklich nur in ganz, ganz viel Plastik, selbst wenn der Hubel größer ist, ganz wenig Lippenzeug drin ist. Also,
ich Verschwendung. Und das irgendwo umfüllen mit dem Pinsel, mit dem Finger. Nee, Leute, da kaufe ich mir lieber einen Stift und hab dann das ganze Elend nicht so. Ja, wisst ihr Bescheid. So, nächstens, super genial, noch aus meinem Adventskalender, die Alverde Haarspülung Nutricare. Diese hier, auch so eine Probegröße, hat meinen Haaren super gut getan. Ich konnte die Hand hinterher durchkämmen. Ich werde auf alle Fälle weiter nochmal zu Alverde gucken. Und ich sage das jetzt so, aber boah, ich will es ja auch. Es gibt so viel, es gibt zu viel auf der Welt. Ich will in der DDR wohnen, da gab es nicht viel. Da musste man sich nicht solche Gedanken machen. Dann auch zurzeit in Benutzung Cartier La Panthère, nicht schlecht, sehr erwachsen, sehr damenhaft, zu damenhaft für mich. Dann zurzeit in Benutzung diese Honigseife, super, ich liebe Honigseifen, ich liebe Honigkerzen, liegt zurzeit bei mir am Waschtisch. Dann hatte ich mir gekauft von Chanel eine Ink, Lip Ink. Und zwar die Farbe, steht es hier noch drauf? Genau, Vivant, 144 Vivant. Ist einer direkt mal eine meiner liebsten flüssigen Ink, Lip Inks geworden. Denn die braucht ein bisschen länger, um zu trocknen. Aber die Farbe ist einfach wunderschön. Das ist so ein kräftiges Orange-Peach. Macht gute Laune für den Frühling. Ist gut aufzutragen. Man muss Geduld haben, bis sie trocknet. Ich denke, so 20 Minuten muss man wirklich Geduld haben. Aber für mich hat sich das gelohnt. Ich mag die sehr. Dann aufgebraucht. Mal wieder clean 7-mal. Klosteine in dieser Form. Ich glaube, waren das die weiß-blauen? Die mag ich sehr gerne. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle kommen mir diese teuren Kugeln nicht mehr in mein Klobecken. Dann hatte ich mir Parfum gekauft. Wer meinen Haul gesehen hat, Parfum Haul weiß Bescheid. Und zwar von Hermes Twilly. Ist ein sehr schönes, spritziges Parfum. Dass wenn man im Sommer unterwegs ist, im Garten, im Straßencafé sitzt, im Eiscafé, da der perfekte Begleiter ist. Dann leer gemacht diesen Raumduft Mandelblüte Baumwolle aus dem automatischen Sprüher. Das war so ein Billigding von Woolworth. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das gerochen hat. Ich glaube, das war das, was nicht so schlecht roch. Dann noch eins leer gemacht. Life Sense, Sternenglanz. Ne, hier, dieses hier. Ne, da kommt nichts mehr raus. Ich kann die alle nicht mehr auseinanderhalten, wie das war. Ich glaube, das war so ein ziemlich warmer Duft. Meine ich. So, dann guckt euch meine Glanznase an hier. Noch eine Parfum-Unverpackung, DKNY, Be Tempted, knallroter Apfelflakon mit Schlange drauf, sehr süß Design, sehr nett. Das ist ein schöner Alltagsduft, ein süß-fruchtiger Alltagsduft, den ich auch jetzt tagsüber tragen würde. Dann als Duft La Femme von Prada, sehr edler Duft, angenehm. Dann benutze ich zurzeit in meinem Schminkkörbchen, habe ich auch gerade drauf, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, von Colourpop Blotted Lip, ein Lippenstift und zwar die Farbe Candy Floss. So ein bisschen so ein Ziegelsteinrot und angenehm zu tragen. Dann ist mir, oh Jammer, ich bedauere den Verlust sehr, hingefallen und in tausend Teile zersprungen von Manhattan, mein Lieblingspuder, Insta Fix Matt.
habe ich Kellertreppchen auch geschickt im Tauschpaket, weil ich da so begeistert bin. Meiner ist hinüber, werde ich mir nachkaufen müssen, wenn ich andere Puder aufgebraucht habe. Dann zur Zeit in Benutzung, ich habe eine sehr trockene Nasenschleimhaut. Die Nase läuft zwar dauernd, aber der vordere Teil der Nase, boah, wird glänzig, ne, ist sehr trocken. Und da habe ich mir zum Befeuchten dieses Meerwasser-Nasenspray geholt. Ist nicht abschwellend, nicht süchtig machend, aber befeuchtet, damit ich nicht so ein trockenes Näslein habe. Dann ist das die Umverpackung von Kellertreppchens Bronzer, den sie mir geschickt hat. Da bin ich nicht sicher, ob das meine Farbe ist. Ich benutze den jetzt. Wenn es nicht meine Farbe sein sollte, werde ich den irgendwann weitergeben. Aber dann ohne Umverpackung, denn ich sammle keine Umverpackung, Leute. Ach, da. Dann hier ist dieses Colab Trockenshampoo. Dies riecht phänomenal gut. Der beste Trockenshampoo-Duft aller Zeiten. Die schlechteste Wirkung aller Zeiten. Ich muss ein bisschen hetzen, ich habe nur noch einen Balken an der Batterie. Dann im letzten Monat benutzt von Colourpop Over the Edge ein 4er Packung Lidschatten. Die waren hier so drin, die bewahre ich aber jetzt ohne diese Packung aus. Waren dunkelrot, ein Gold und zwei Bronzetöne. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich mich gerne mit geschminkt im März. Dann leer gemacht, hier dieses Color Tattoo, nehme ich als Base in der Farbe, weiß ich nicht, Creme de Nude, leer, kann ich nur empfehlen, als Base, funktioniert super. Ich glaube, Kellertreppchen hat mir damals den Tipp gegeben. Dann habe ich mir natürlich auch meine heimliche Liebe gekauft hier, oder meine offene Liebe, Elisa in White, steht jetzt auch in meinem Badezimmer. Mein Badezimmer hat übrigens kein Fenster, also stehen die Düfte sowieso dunkel da. Und ja, sehr, sehr schöner Duft. Aufgebraucht die ganz normale, klassische L-Max, immer gerne genommen. Genau, ist nicht irgendwie eine besondere Ausgabe. Dann im Moment auch in Gebrauch auf meinem Pröbchenregal diese drei Parfümproben, drei Männerparfümproben. Abercrombie & Fitch ist die am wenigsten mir gefällt, gefällt mir aber auch. Tom Ford ist der absolute Knaller und Dior Sauvage ist auch richtig geil. Schaut mein Parfümvideo an, ich verlinke euch das mal unten, wenn ich dran denke. Dann schmeiße ich jetzt weg solche Riechpastillen. Die habe ich mal von einer ehemaligen Freundin bekommen. Und die haben ihren Duft jetzt aufgegeben. Und stinken jetzt vor sich hin. Die Zeit ist abgelaufen. Die riechen richtig, richtig ekelhaft jetzt. Nach alter, verrotteter Motte. Boah, boah. Die könnte man bestimmt neu beduften, aber die sind alt. Dann aufgebraucht, die mag ich ganz gerne, dieses Wäscheparfüm von Denk mit. Ich bin ja kein Freund von Weichspüler und freue mich immer, wenn ich so eine Alternative habe. Bei einigen, habe ich gehört, lösen die Kugeln sich nicht auf in dem Wäschelader. Vielleicht ist die Anwendung falsch. Man muss das vor der Wäsche, glaube ich, reintun, auf den Boden der Trommel und nicht auf die Wäsche und auch nicht zu viel. Ne? Und die riechen, ich mag ja Orangenduft sowieso. Riecht sehr nett frisch nach Orange, die Wäsche dann. Ist immer so schade, wenn man sowas wegschmeißt, ne? Ich bin ja auch so ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich nicht doch mal so zur Unverpackt-Fraktion gehe, aber... Hier, Flowerbomb-Pröbchen Victor und Rolf, nehme ich auch zurzeit. Absolut Parfum für jeden Tag, für den Sommer. Super schön. Dann leer gemacht, eine Probe Alien. Ich gehöre zu den Menschen, die Alien mögen. Dann noch so ein Stinkdöschen. Wie stinkt die denn? Boah, ne, die sind wirklich jetzt um, ne? Die riechen nach... Boah. Nach altem Schlabber. Ne,
Nee. Richtig ekelhaft. Und ich vergiftet man sich nicht daran. Dann Blissful Butters von Blistex wartet auf seinen Einsatz. Habe ich nur schon mal aus der Verpackung genommen. Den werde ich gleich aus dem Badezimmer holen und für den als Ersatz für den Eos hier ins Wohnzimmer legen. Dann von Colourpop noch eine Lidschattenpalette, die ich benutzt habe. Diese hier, High Maintenance. Colourpop Lidschatten mag ich sehr, sehr. Dann ein Parfum geleert, und zwar Tiffany & Co. Eine Parfümprobe, da ist noch ein bisschen drin. Probieren wir mal eben. Kommt noch was? Hallo? Ne, kommt nichts mehr. Hat aber ganz gut gerochen, ja. Dann von Jeffree Star eine Lippenstiftverpackung. Den habe ich von der Desmodea gebraucht gekauft. Sieht so aus, kann auch jetzt weg. Den habe ich sehr, sehr oft im März getragen. Sehr oft. Und der wird auch bald wieder in der Rotation nach vorne kommen. Der gefällt mir nämlich auch sehr gut. Müssen uns beeilen. Dann leer gemacht eine Reinigungscreme Burt's Bees. Da war ich hinterher gespaltener Meinung. War mir ein bisschen zu schlecht abwaschbar, zu wachsig, zu vaselinig. Fand ich nicht schlecht, aber so der Hit war dann doch nicht. Dann... Ich habe mich schon gewundert, wo der hin ist. Den habe ich aus Versehen in die Mülltüte gesteckt. Und ich habe den schon gesucht, der Magic Wand von Models Own. Der wird natürlich nicht weggeschmissen. Meine Güte, ey. Kann ich mich ja zum Schinzchen suchen. Dann aufgeduftet Crackling Woodfire von Yankee Candle. Ein sehr, sehr angenehmer Duft, der original nach einem... nach einem Holzfeuer, knisternden Holzfeuer riecht. Sehr angenehm. Und letzter Punkt. Ist da überhaupt noch was? Letzter Punkt. Ein Verschluss, von dem ich nicht weiß, wo der hingehört. So Leute, wir haben es geschafft. Ihr habt es ausgehalten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr kriegt die Medaille verliehen. Ich habe Flufferinas Video bis zu Ende geguckt. Nicht vergessen, Kommentare, Hashtag Haarspray Forever Haarspray. Muss in jedes aufgebraucht und in jedes Haarspray-Kaufvideo. Also ich wünsche euch was und bis bald.